Hallo, hier ist wieder Wolfgang, euer Mr. Moneypenny mit den Themen rund um Versicherungen, Baufinanzierung und Geldanlage. Heute mit dem ersten Teil aus der Reihe Hausratversicherung. Häufig kommt es zu Irritationen, was eigentlich in einer Versicherung abgesichert ist. Und vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört, dass dann gesagt wird, da zahle ich jahrelang meine Beiträge in die Hausratversicherung ein und wenn es zum Schaden kommt, bekomme ich mein Geld trotzdem nicht. Damit euch das nicht mehr passiert, möchte ich euch heute die Hintergründe zum Thema Hausratversicherung darstellen. Versichert sind grundsätzlich die Risiken Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel sowie Einbruch, Diebstahl. Unter Feuer verstehen wir eine offene Flamme, die sich von alleine auszubreiten vermag. Das heißt, die Zigarette, die glühend auf euer Sofa oder den Teppichboden fällt und ein Loch hinterlässt, ist nicht abgesichert. Beim Leitungswasser einfach sämtliche Defekte der Zu- und Ableitungsrohre, wenn entsprechendes Wasser austritt. Und bei Sturm und Hagel brauchen wir einen Wind mit Windstärke 8. Beim Einbruchdiebstahl muss eine fremde Person mittels Hilfsmittel in euer Haus oder eure Wohnung eingedrungen sein. Andere Ereignisse, wie zum Beispiel auslaufendes Wasser aus dem Aquarium oder Wasserbett, Überschwemmung von Regenwasser oder Überspannungsschäden sind erstmal nicht abgesichert, wenn in eurem Vertrag nicht das als spezielles Risiko wieder eingeschlossen ist. Deshalb prüft, wenn es zu einem Schadensfall kommt, ob es sich überhaupt um ein versichertes Risiko handelt. Kommt es jetzt zu einem Schadensfall, prüft die Versicherung verschiedene Dinge. Zum Beispiel haben wir eine Versicherungssumme von 50.000 Euro und einen Schaden von 10.000 Euro. Auf den ersten Blick würde man denken, selbstverständlich wird der Schaden ersetzt, der Schaden ist kleiner als die Versicherungssumme. Eine Versicherung denkt da ganz anders. Denen fehlt nämlich eine ganz wichtige Information, nämlich zusätzlich der gesamte Wiederbeschaffungswert des Hausrats. Der Wiederbeschaffungswert ist nicht das, was ihr damals für die einzelnen Gegenstände bezahlt habt, sondern was ihr heute ausgeben müsstet, um den gleichen Gegenstand neu zu kaufen. Nehmen wir den in dem Beispiel hier mit 100.000 Euro an. Das heißt nicht, dass ihr für euren Hausrat 100.000 Euro bezahlt habt. Ihr habt vielleicht eine 15 Jahre alte Couch irgendwann mal von den Eltern geschenkt bekommen und eigentlich müsstet ihr noch 50 Euro rankleben, damit die überhaupt einer mitnimmt. Im Schadensfall ist diese Couch vielleicht 2.000 oder 3.000 Euro oder mehr wert, wenn ihr nämlich genau so eine Couch neu im Laden zu diesem Preis erwerben könntet. Beim Fernseher ist es leider andersrum. Vor einigen Jahren sehr teuer gekauft, bekommt ihr dieses technische Gerät heute schon wahrscheinlich für den halben Preis oder weniger. Wenn wir jetzt das Beispiel haben, dass aber der gesamte Wiederbeschaffungswert 100.000 Euro war, dann sagt die Versicherung, ihr seid ja nur zur Hälfte abgesichert gewesen. In der Hausrat kann man nämlich nicht das Wohnzimmer und das Schlafzimmer absichern und Küche und Badezimmer außen vor lassen. Ihr habt also nur die halbe Wohnung abgesichert und bekommt daher von eurem Schaden auch nur die Hälfte wieder. Ihr könntet aber auch einen Unterversicherungsverzicht vereinbaren. Den gibt es kostenfrei von eurer Hausratversicherung. Ihr müsst lediglich eine bestimmte Versicherungssumme pro Quadratmeter absichern, in der Regel 650 Euro. Kommt es also dann einmal zum Schaden, bekommt ihr euren Schaden vollständig ersetzt, obwohl ihr eigentlich unterversichert seid, bis zur Versicherungssumme erstattet. Hat euch dieses Video gefallen, freue ich mich auf Daumen rauf und Rückfragen gerne in der Kommentarfunktion. Und nächste Woche sprechen wir über das Thema Hausratversicherung in der Wohngemeinschaft und Lebenspartnerschaft und den großen Bereich der groben Fahrlässigkeit. Bis demnächst, euer Mr. Moneypenny.